Okay, Leute, es geht weiter mit Let's Play Castlevania Lords of Shadow in Kapitel 2. Im letzten Part haben wir Sobek kennengelernt, der uns ein Lichtmedaillon geschenkt hat. Mal sehen, was es kann. Der verzauberte Wald und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ganz viele Artikel. We part ways, he and I. My instincts tell me he is filled with hope. A hope that will drive him ever onwards. Good. Perhaps he is the one. A warrior of pure heart who can deliver us from all evil. Perhaps. I wonder what went through his mind when he saw her there, his beloved. Did he see his dreams, or did he see his future blown away like leaves on the wind? I spy him as he heads out towards the reaches of Pan's influence. A forest lies to the east that leads to the land of the lichens. The ruin of an ancient civilization is there, forgotten and decaying. Once a proud testament to man's ingenuity and vision, it has now been conquered by nature, as she claims all things for her own. Und ich wollte natürlich nicht sagen Artikel, sondern Kapitel. So, und schaut mal, ist das nicht schön anzusehen? Ich denke schon, oder? Da sind wir uns doch wahrscheinlich alle einig. Sobek. Wenn man den Chroniken der Bruderschaft Glauben schenken darf, ist Sobek einer ihrer am längsten dienenden Krieger. Die Liste der Heldentaten, die ihm zugeschrieben werden, ist ebenso beeindruckend wie sein umfangreiches Wissen über die Kunst des Krieges. Trotz seines Alters kann er mächtige Kampffähigkeiten zum Einsatz bringen. Seine Lieblingswaffe ist ein einfaches Langschwert, das er mit großem Geschick schwingen kann. Ungewöhnlicherweise trägt er gerne die altmodische Uniform der Bruderschaft des Lichts, von der er sagt, dass er sie von einem seiner Vorfahren geerbt hat. Einem Gründungsmitglied des Ordens. Aha, aha. Okay. Schön. Ist es nicht einfach schön, das anzusehen? So. Wäre ich ja fast die Fresse geflogen. Aber ist nichts passiert. Okay, runter wahrscheinlich, oder? Ja. So, haltet die Augen offen, ob wir irgendwo Leichen sehen. Sieht mir zwar aus, als wenn es da nichts gäbe, aber man weiß ja nie so genau. Ob ich da rüberspringen kann? Nö. Oh! Shit! Ich will ja wieder hoch. Fuck. Ich habe irgendwas gefunden. Dieses Gerät zu aktivieren, ist Schattenmagie erforderlich. Komm wieder, wenn du deine Talenten gepeilt hast. Na gut, mach ich. Aber ich habe da bestimmt eine Leiche übersehen, habe ich recht? Ha, whatever. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So. Gucken wir weiter. Im Wald! So, wir haben uns eine neue Technik gekauft, das habe ich nicht vergessen, obwohl ich so lange nicht mehr aufgenommen habe. Das sind neutrale Elementarsphären. Dank des Lichtmagie-Medaillons, das du von Sorbeck hast, kannst du sie absorbieren. Die alles absorbieren. Drücke und halte die linke Stick-Taste. Ja, ja, ich weiß. So, warte mal, wie das? So. Ja. Also springen. Schlagen. Moment, springen, schlagen und... Moment, springen, schlagen und gedrückt halten. Springen, schlagen, schlagen. Springen, schlagen, gedrückt halten. Nein, ich muss echt springen, schlagen, nochmal schlagen und dann gedrückt halten. Okay. Na gut. Ja, ich kann jetzt meine Lichtmagie aktivieren. Greifst du Feinde an, während die Lichtmagie aktiv ist, dann regeneriert sich deine Gesundheit. Beide lassen keine neutralen Energiesphären fallen, während deine Magie aktiv ist. Mhm. Okay, wissen wir das also schon mal. Können wir auch wieder ausmachen. Lichtmagie. Wenn du angreifst, während die Lichtmagie aktiviert ist, regeneriert sich deine Gesundheit, allerdings auf Kosten deiner Lichtmagie. Ja. Halte die linke... Genau, das wissen wir ja, das habe ich euch ja gerade gezeigt. Und wir haben neue Magien. Der Lichtblitz zum Beispiel.
Synchrones Blocken bei aktiver Lichtmagie löst ein Blitz aus magischem Licht aus, das in der Nebel feindliche Feinde blendet. Der erste Angriff gegen einen geblendeten Feind richtet zusätzlichen Schaden an. Und das Heilige Kreuz. Bam. Ja, aber nicht jetzt. Ich glaube, man kann das noch verbessern, diese Technik. Vielleicht vertue ich mich. Da unten sehen wir schon was Neues. Genau das. Da können wir uns quasi bis zum Umfallen aufladen. Aber da will ich jetzt noch nicht hin. Doch, da will ich jetzt hin. So, und ihr seht, ich kann quasi die doppelte Anzahl an Magiesphären sammeln. Allerdings vergeht die auch, ohne dass ich irgendwas mache. Die geht dann einfach weg. Klingt komisch, ist aber so. Was haben wir denn da hinten? Gegner! Und zwar ganz viele! So, hier ist doch bestimmt noch irgendwo eine Leiche versteckt, oder? Nein? Okay. Dann eben nicht. Ich frage mich ja echt, kann ich nicht eben hochspringen? Das geht echt nicht. Ich muss das aus der Lücke machen. Oder? Moment, wie ging das nochmal? Das muss ich mir jetzt echt mal angucken. Moment. Achso, Gegenstände. Ja, das Lichtsteinmedaillon ist neu. Diese magischen Scheiben tragen viele Angehörige der Bruderschaft des Lichts. Mit ihrer Hilfe kann man neutrale Energiesphären in Lichtenergie umwandeln. Man kann magische Steine in den leeren Steckplätzen schieben. Wenn alle 5 Mulden mit blauen Steinen gefüllt sind, erhöht sich die Kapazität des Lichtmagiebehälters. Diese hier erhielt Gabriel von Sobek, als sie sich zum ersten Mal begegneten. So, ich wollte aber eigentlich nachgucken nach meinen Skills. Hier. Gibt's hier noch was? Nein. Da. Ich weiß doch, das wird die Guillotine. So, warte mal. Wie war das jetzt? Halte X gedrückt, während du in der Luft bist. Das ist das ja gar nicht. Aber ihr seht, wir haben wieder ein paar neue Sachen bekommen. Kann man am Ende einer Luftkombo verwenden. Drücke X, während du in der Luft bist und drücke X dann erneut, aber halte es diesmal gedrückt. Okay, aber das müsste doch heißen. Ja, klappt doch. Okay, das klappt nicht. Also das heißt, ich muss wirklich zweimal hauen. Okay, kriege ich hin. Alles klar. Und ihr seht, meine blaue Leiste leuchtet jetzt nicht mehr. Das heißt, ich bin wieder auf meinem maximalen, ohne Overflow. Stand zurück. So, schauen wir mal. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo was, oder? Zum Beispiel hier, vielleicht. Bisher nur simple Gegner. Könnte ich natürlich jetzt auch mit Messern angreifen, aber ich kann es auch lassen. Denn das ist sparsamer so. Bisher ist es noch egal, welche Angriffe ich verwende. Huch. Ja, sagte er und wirft sein Messer weg. Sehr gut. Oh, schau an. Ein Lichtmagiestein. Wunderbar. Perfekt. Wenn wir einen solcher Steiner einsammeln, lädt sich übrigens das gesamte, also die gesamte Energie wieder neu auf. Ja. Okay. Ich muss echt wieder... Ich darf nicht so lange Pausen dazwischen machen. Oh, schau mal an. Hup. Zieh, 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 zieh. Ja, so wurden Bäume damals übrigens auch gefällt. Als man noch keine Äxte hatte. Da möchte ich aber jetzt noch nicht drüber, denn ich habe auf der anderen Seite sicherlich noch etwas vergessen. Und wenn ich mich nicht dümmer anstelle, als ich ohnehin schon bin, komme ich auch da hoch. Wunderbar. Wir sind bei 10 Minuten. Geht ja. Das geht ja echt. Dir fehlt der Kopf. Ich mag diese Attacke. Und bei dem nächsten Upgrade, wie gesagt, können wir sie gedrückt halten. Dann dreht sie sich immer weiter und weiter und weiter und weiter. Puh. Du hast ja deinen Kopf noch. Noch! Also, behalten mal.
Ein Großteil der Umgebung können wir kaputt machen, genau. Aber häufig hilft das nicht wirklich was. Es gibt am meisten ein paar Collectibles wie Messer oder sowas, aber wirklich nicht notwendig. Eigentlich. Okay, wunderbar. Simple Gegner. Ah, die sind schon nicht mehr so anfällig gegen die Messer. Ah, ich könnte hier theoretisch mal meine Energie aufladen. Jetzt seht ihr das nämlich auch mal, wie das aussieht. So sieht das Ganze nämlich aus, wenn ich mit Lichtmagie kämpfe. Ja. Ich habe da oben gerade gesehen. Komme ich denn da hin? Ah. Okay, ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass ich hier irgendwas vergesse und übersehe, aber werde ich wohl jetzt mit zurechtkommen müssen. Da hoch komme ich offenbar nicht. Dann gehen wir einfach einen anderen Weg. Vermutlich führen beide Wege zum Ziel. Ich könnte mir ziemlich gut vorstellen, dass es auf der Höhe hier irgendwo noch was zum Einsammeln gibt. Aber sicher bin ich mir, wie gesagt, nicht. Ich weiß nicht, kann ich hier runterfallen? Dachte ich mir. Ja. Gut. Hätte ja sein können, aber war halt nicht so, ne? Aber da sind wir ja schnell wieder. Das sind noch die, na, ich sag mal, kleineren Level. Ich weiß nicht, wie lange ich noch ein Level in einen Part packen kann. Das wird nicht mehr ewig dauern. So viel kann ich euch schon mal verraten. Und da muss ich mal gucken, wie ich das aufnehme. Weil ich habe nicht mehr wirklich viel Festplattenplatz. Weil ich mir eben Unity wieder installiert habe und... Ist halt so. Ah, aber ich glaube, das kriege ich trotzdem hin. Ich glaube, ich habe ja noch zwei Festplatten zur Verfügung. Das sollte klappen. Oh, da liegt eine Leiche. Hallo. Ah, eine Schriftrolle. Gott bestraft uns für unsere Sünden. Die Welt versinkt im Chaos und wir werden alle bald sterben. Gefangen im Limbus zwischen Himmel und Erde. Ohne Chance auf Erlösung, ohne Ausweg. Ich bin schwer verwundet und die Lykaner können mein Blut riechen. Sie jagen mich bereits. Mein Schicksal ist besiegelt. Lieber Gott, vergib mir. Kardinal Volpe schickt uns alle in den Tod. Aber wofür? Ich und meine Waffenbrüder liegen gebrochen und verloren am Wegesrand. Verdammt seien er und seine zum Scheitern verurteilte Mission. Er und die Ältesten sollten ebenfalls für ihre Sünden büßen. Scheinbar mochte nicht jeder diese Mission. Vielleicht zu waghalsig? Ich weiß nicht. Was sind wir denn hier? Sieht mir so aus, als wenn hier der Baum irgendwo... Nein, noch nicht mal. Oder doch? Nein, 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 stopp. Was habe ich gerade gesagt? Doch. Hatte ich doch recht. Wunderbar. Okay, gut. Dann wissen wir ja, was zu tun ist. Wir gehen nämlich jetzt da hoch. Dann sieht er nämlich einen anderen Weg auch noch. Dann haben wir ja jedenfalls das, was wir holen konnten, schon mal erkundet. Ihr habt ja gesehen, es gab noch etwas mit Schattenmagie. Haben wir aber nicht. Können wir also auch jetzt nicht öffnen. Bleibt also ein Geheimnis, was in dieser Lade, in dieser Bruderschaftslade begraben ist. So, gut. Wo bin ich? Da. So ein Zufall. Drüber springen kann ich nicht. Unsichtbare Wände. Allseits bekannt und von jedem geliebt und verehrt. Was haben wir denn hier? Spring. Bam. Denkst du nämlich. Leiche. Leiche. Die Fokusschriftrolle. Kampffokus. Der Kampffokus ist eine uralte Technik der Bruderschaft des Lichts. Sobald er voll fokussiert ist, kann ein fähiger Kämpfer mit jedem erfolgreichen Treffer neutrale Energiesphären aus seinen Feinden holen. Ja. Zeige ich euch, wird wahrscheinlich jetzt kommen. Die Fokus heißt es, während eines Kampfes am unteren Bildschirmrand zu sehen. Lass alle Runen aufleuchten, indem du die Pfeile triffst und Verletzungen vermeidest. Seht ihr, da unten wird langsam aber sicher voll.
Gut so, bleib jetzt konzentriert, dann lassen deine Feinde nach jedem erfolgreichen Treffer neutrale Energiesphären fallen, sodass du dich mit ihrer Magie versorgen kannst. Bis der Kampf vorbei ist oder du den Fokus verlierst. Sehen wir hier. Ja. Mein Fokus geht flöten. Ah, fuck. So natürlich auch. Treffer stören den Fokus. Ich sehe nichts. Und irgendwo steht... Kann aber sein, dass das noch nicht da ist. Das... Ihr seht, ich habe volle Energie. Je nachdem, mit welchen Attacken man angreift, also wenn die abwechslungsreich sind, dann fühlt sich der Fokus leichter. Das heißt, man kann ja auf der Stufe wahrscheinlich schon noch immer weiter mit einer Attacke angreifen. Aber das sollte man tun, nicht vermeiden. Jedenfalls im späteren Verlauf des Spiels. Ne, das war's. Du solltest versuchen, diese Barriere irgendwie zu sprengen. Sprengen, irgendwie. Och. Na du? Bam. Doch, du hast ja eine Granate. Fang. Au. Was? Ich weiß nicht was. Eigentlich sollte ich hier... Ah ja, habe ich ja eine. Castlevania ist übrigens eines der wenigen Spiele. Ihr kennt ja, bei Nintendo oder so ist es ja häufig diese magische 3. Weißt du, so ein Endboss muss 3 Phasen haben. Oder, oh, ich habe nicht aufgepasst. Na, halt diese magische 3. Ihr müsst den Gegner 3-mal treffen, ihr müsst dem Endgegner 3-mal auf den Kopf springen. Hat schon irgendwo bei Super Mario damals angefangen. Oh, hier sind es einfach 2. Ich weiß nicht warum, aber es sind einfach 2. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam. Irgendjemand, der wahrscheinlich gerade zuvor eine Crackpfeife hatte oder sowas. Ich kann nicht sagen, der hier war es jedenfalls nicht. Ah! Eine Schriftrolle. Der große Deku war einst der größte und prächtigste Baum des Waldes. Er war so hoch, dass man seine Krone meilenweit sehen konnte. Manche glaubten gar, er sei lebendig. Und seine magische Kraft schützte den Wald vor Angriffen der dunklen Kreaturen. Ich weiß nicht, ob an den Legenden etwas Wahres ist. Aber ich weiß eines. Die dunklen Fürsten... die in dem Baum wohl ein Symbol des Lebens sahen, belegten ihn mit einem Pestfluch, der unter seinem toten Stumpf immer lebendig ist. So, aber wenn ihr nicht ganz so dämlich seid, wie ihr euch teilweise anstellt, dann wisst ihr auch, wo unsere nächste Reise hingeht. So, ihr seht, der Fokus unten ist nach wie vor am Leuchten, das heißt, für jeden Treffer, den ich jetzt mache, würde ich weitere Sphären kriegen. Der würde aber auch gleich wieder aufhören, denn, genau jetzt... Der bleibt natürlich nicht durchgehend. Der bleibt nämlich nur so lange, wie ich auch im Kämpfen bin. Macht ja irgendwie Sinn, ne? Okay. Sieht gut aus. Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es hier nichts mehr zu holen. Auch wenn ich herunterspringen kann. Aber gucken wir mal. Wo bin ich? Ja. Gut, wir sind auch zeitlich ziemlich gut dabei. Das heißt, wo gehen wir hin? Richtig. Down we go. Wir haben auch nur einmal Magie. Seht ihr, dann haben wir sogar alles eingesammelt. Ist ja schön. Monster besiegt, Goblin, niedere Lykanthropen. Kein Waffen-Upgrade, das haben wir zwar gesehen, wie gesagt, aber konnten wir nicht einsammeln. Wunderbar. Okay, Leute, das war's fürs Erste bei Let's Play Castlevania Lords of Shadow und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und schreibt mir irgendwas Lustiges in die Kommentare, sonst bin ich traurig. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben, dann habe ich was, weißt du, wo ich bei meiner Mutter angeben kann, sag ich, guck mal, ich habe ein Like bekommen. eine Notiz noch am Rande, Human Resource Machine werde ich am Wochenende wahrscheinlich wieder aufnehmen. Also habt Nachsicht und bis dann.